Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Em's Kitchen. Ich wurde angefragt, ob ich Palatschinken mit Bananen- und Haselnusscreme machen kann. Werde ich auch machen, nur ich werde die Palatschinken mit einem Bananensorbet und mit einer Haselnusscreme quasi machen. Und zwar brauchen wir dazu 3 Bananen, cremig rühren, dann ungefähr 100 Gramm Staubzucker dazu, Saft einer halben Zitrone, am besten ohne Kerne da rein, und das Ganze nochmal durchmixen und dann 400 Milliliter Sahne dazu. Und jetzt für 2 bis 3 Stunden einfrieren. Ich sag mal so nach 1,5 Stunden einfach einmal durchrühren nochmal und dann nochmal für eine 1,5 Stunden oder eine Stunde. Für die Palatschinken brauchen wir 250 Gramm Mehl, 200 Milliliter Milch und 3 Eier. Falls der Teig zu dick wird, kann man immer noch ein bisschen Milch dazugeben, aber im Großen und Ganzen passt der so. Und jetzt werden wir die Creme noch machen, weil die muss ein bisschen stehen. Der Teig muss jetzt ein bisschen ziehen, ungefähr eine Viertelstunde. Und in der Zeit können wir die Haselnusscreme machen. Dazu werden wir 200 Milliliter Schlag aufschlagen. So, sollte leicht cremig bleiben. Dann geben wir noch 200 Gramm Creme Fraiche dazu. Rühren das unter. 150 Gramm Haselnusscreme. Das stellen wir jetzt in den Kühlschrank. Wird es wieder ein bisschen fest. Und jetzt machen wir Palatschinken. Brauchen wir eine Pfanne. So, wir haben die Palatschinken jetzt bei 60 Grad in den Ofen gestellt. Da lassen wir sie jetzt drinnen für ungefähr noch 10 Minuten, weil die Haselnusscreme noch ein bisschen braucht, bis sie anzieht, weil sie noch ein bisschen flüssig ist. Ich habe mir hier ein Sorbet ein bisschen zerkleinert. Das werden wir jetzt noch mal kurz aufmixen, damit es cremiger wird. So, dann holen wir uns die Palatschinken raus. Dann etwas Staubzucker drüber. Und ein paar Kokosnussflocken. Man kann auch noch Erdbeeren oder ein paar Früchte dazugeben. Ich lasse es jetzt so. Schaut auch cool aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!